Hallo YouTube, hallo Zocker, hallo Hospital-Fans, herzlich willkommen zurück hier bei Nickfrei Zockt. Project Hospital, beinahe wäre mir der Name entfallen. Ah ja, ich glaube, ich habe den Fehler gefunden bei diesem Arzt in meiner Rückschau sozusagen, wo ich mein eigenes Video angucke. Wir haben hier dieses Augendingens aufgehangen und ich glaube, dass das einfach nicht geht. Ja. Wie soll ich das am besten ausdrücken? Also das gehört ja zur Arztpraxis. Und ich denke, ja, da ist es gelb, da ist es weiß. Also ich denke, wenn das halt nicht nutzbar ist, dann ist diese Arztpraxis nicht komplett und dann wird da drin auch nicht gearbeitet. Ich denke, das ist das Hauptproblem gewesen. Warum ich es allerdings hier nicht hinhängen kann, wahrscheinlich weil das sich überschneidet. Da müsste ich das an die Wand hängen, dann könnte ich es hier neben dran hängen. Hängen wir es hier hin, passt auch. So, ansonsten, ich lasse mal ein bisschen laufen. War ich am Überlegen, was wir noch alles Schönes machen könnten. Also ich bin zum Beispiel auch am Überlegen, das hier hinter zu verlegen. Weil es macht eigentlich gar keinen Sinn, dass die hier durchgehen dahinter in den Aufenthaltsraum, sondern eher Sinn, dass die hier an Ärzten vorbeigeht, hier in den Aufenthaltsraum und die hier ihren Aufenthaltsraum haben, genauso auch das Labor, was hier hin laufen kann. Und dann könnten wir hier auch noch eine Tür reinmachen und wenn wir hier die Notaufnahme hinmachen, können die den gleichen Aufenthaltsraum benutzen und dann, ja, wie auch immer. Ihr versteht, was ich meine, gehe ich von aus. So, und es steigen immer XP auf und ich verstehe nicht, wieso XP aufsteigen. Offene Türen. Zeige EP im Spiel. Machen wir mal weg. Das müssen wir nicht unbedingt haben. So, die sind noch aufgestiegen. Ich muss mal gucken, ob die weiter aufsteigen oder ob es jetzt gut ist mit Aufsteigen in Zukunft. So, und jetzt warten wir erstmal ab, ob jetzt hier vorne diese Arztpraxis auch funktioniert, weil dann könnten wir unsere 10 Leute am Tag locker bearbeiten. Und wenn wir die locker bearbeiten können, dann haben wir den ersten Erfolg bei unserer Krankenversicherung eingefahren. Ja, und dann kriegen wir 20.000 Zuschuss, dann haben wir wieder ein bisschen Kohle, dann können wir wieder ein bisschen besser ausbauen. Und ja, bin mal gespannt, wie das Ganze weitergeht. So, bauen Sie und stellen Personal für ein Labor ein. Ja gut, das haben wir eh vor. Bin am überlegen, ob ich die aktivieren soll. Ein Labor wollen wir eh bauen. Ja, jetzt kommen 20 Leute, dann tun wir auch eher die 10 freischalten. Dann geht das ein bisschen besser voran. So, das Hauptproblem, was ich jetzt habe, ich kann jetzt bis zum nächsten Tag spulen, 3 leere Räume, nach Statistik, 3 leere Räume, Räume mit kritischer Auslastung gibt es keine. Ja, wenn ich jetzt das Labor baue, dann hält wieder das Spiel an und ich will erstmal gucken, ob dieser Arzt arbeitet oder nicht, jetzt wo wir das umgehangen haben. Weil es kann auch sein, dass wir hier einen Designfehler drin haben. Und das werden wir jetzt gleich feststellen. Also vielleicht muss ich ja 2 Monitore aufhängen für 2 Ärzte. Ich bin mir da nicht so 100% sicher. So, der geht schon mal zum Vorderen. Die hat es nicht ganz gerafft, wo sie sich anstellen soll. Keine eindeutige Diagnose. Ja, wir gehen hin, wir gucken. Also ich gucke dann immer noch, was wir behandeln können. Es müsste eigentlich gongen und der müsste auch Behandlungen machen. Ich verstehe nicht, was das Problem ist. Der behandelt einfach keinen. Wir gucken uns seine Personalakte nochmal an. Vielleicht habe ich da ja Bockmist gebaut. Also, er ist ein Allgemeinarzt, der kann Diagnose. Und er kann Notfallmedizin. Und prinzipiell sollte alles passen. Fleißiger Mitarbeiter. Nimmt sich keine Pausen, der macht nur Pause. Bewegt sich langsam und Ruhelevel sinkt langsamer. Abteilung, er arbeitet hier.
Er ist in der Tagschicht. Sein Arbeitsplatz ist hier. War doch die ganze Zeit schon, oder sehe ich das falsch? Ich weiß ja nicht. Wir testen mal. Vielleicht hat er auch nur auf dem Stuhl gesessen. Ich habe ja keine Ahnung. Also ich versuche jetzt den Fehler zu finden, warum der keine Leute aufruft. Okay, es scheint immer noch nicht zu funktionieren. Wir haben alles, oder? Wir haben das. Wir haben das, wir haben die Lampen, wir haben das. Das ist gleich. Wir haben da Vorhänge hingemacht. Die sollten den Durchgang hier eigentlich nicht groß beeinflussen. Ich kann mal versuchen. Nee, wird anerkannt. Genauso wird das anerkannt. Das hier ist auch richtig rum. Das hier ist der Drucker. Der Drucker ist nicht grün. Hier ist der Drucker mit grün. Ja gut, der wird gerade benutzt, vermute ich. Wieso kann ich hier nichts aufheben? Weil der dran sitzt, vermute ich mal. So, der Drucker, ja. Der Computer, der Stuhl. Es ist gerade für mich schwer nachvollziehbar. Also ich weiß nicht, vielleicht handelt es sich auch um einen Bug. Ich habe das Spiel, wie gesagt, länger nicht mehr gespielt. Und es kamen ja auch Patches raus, so ist es ja nicht. Vielleicht ist hier auch irgendwo ein Bug drin, den sie noch nicht gepatcht haben. Weil, also ich muss ganz ehrlich sagen, wo ich ein bisschen enttäuscht war, ich habe mal in ihrem Forum nachgeguckt, weil jemand unter mein Video geschrieben hat, die arbeiten irgendwie an Updates. Da soll was ganz Großes kommen. Und daraufhin habe ich dann halt mal nachgeschaut in denen im Forum, was das Große denn sein soll, was da kommt. Der arbeitet einfach nicht. Und war ein bisschen enttäuscht, dass das im November angekündigt wurde und sich bis heute nichts getan hat. Ja, weil, also ich meine, das ist schon kurios. Also wenn ich im November was ankündige, das kann durch sein. So, ich weiß jetzt nicht, wo ich das hinstellen soll, ohne dass ich das mitten in den Weg pflack. Stellen es jetzt mal dahin, einfach nur um es zu testen. Ey, wir müssen irgendwie den zum Arbeiten bringen. Ich habe keine Ahnung, warum das nicht funktioniert. Wenn der nicht arbeitet, haben wir auf jeden Fall ein ganz, ganz großes Problem. Die Leute ziehen Nummern und warten. Und der marschiert rum, macht Pause. Der arbeitet einfach nicht. Alter, was ist denn falsch mit dir? So, die hat Notaufnahme, Diagnose, Allgemeinmedizin und arbeitet. Ich versteh's nicht. Der hat ein Arztzimmer. Das Arztzimmer ist zugänglich. Das Einzige, was ich noch machen könnte, das gab es ja auch schon. Das hatten wir auch schon öfter. Jap. Das hatten wir auch schon öfter, dass ein Arztzimmer irgendwie einen Fehler hatte und deshalb nicht richtig gewertet wurde. So, und da wollen wir ihn einstellen. Jetzt lassen wir die Zeit wieder laufen und jetzt gucken wir mal, ob er dann jetzt arbeitet. Weil irgendwie ist das kurios, ey.
Ich verstehe es nicht, warum der nicht arbeitet. So, wir gucken. Das könnten wir behandeln. Okay, das könnten wir behandeln. Es gibt zwei Sachen, die wir behandeln können. Beide haben 10%. Ich würde sagen, wir versuchen jetzt erstmal rauszufinden, was der hat. Er gibt an, er hat Atemprobleme, Kopfschmerzen und Brustschmerzen. Ja, wir können kein Blutbild machen, glaube ich. Wir haben noch kein Labor. Aber ein Thorax können wir abklopfen. Aber es ist nicht verfügbar in dieser Abteilung. Das verstehe ich auch nicht. Es ist alles nicht verfügbar in dieser Abteilung. Es wird immer besser. Behandlung Antibiotika. Behandlung Eisensupplementation. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal ganz rotzefresh, wie wir sind. Auf Antibiotika. Und hoffen, dass es wirkt. So, er kommt zurück. Er ruft keinen. Also, was haben wir alles gemacht? Wir haben das hier umgehangen. Wir haben das hier umgebaut. Die Tür ist zugänglich, sonst käme man nicht rein. Wir haben ein neues Arztzimmer vergeben. Wir haben einen zweiten Monitor aufgehangen. Moment, jetzt ist der zweite Monitor aktiv. Der war eben noch schwarz. Jetzt ist er aktiv. Bringt aber, glaube ich, auch nichts. Ja. Weil die Monitore nicht zählen. Ein Monitor ist gut, so gut wie zwei Monitore. Ach Mensch. Wenn es schon wieder so losgeht. Da krieg ich Plack. Wirklich. Also, sowas regt mich auf. Es ist für mich gerade nicht nachvollziehbar. Ihr habt auch keine Idee, oder? Warum arbeitet der nix? Das Einzige, was mir jetzt noch einfällt, ist, ich schnapp mir den und feuer den und dann ist er weg. Ja, und wenn der weg ist, der steht jetzt auf und geht und dann stellen wir jemand Neues ein und hoffen ganz einfach, dass der funktioniert. Weil anders, ich kann es mir nicht mehr erklären. Wir tippen auf Armprellung, weil wir alles andere sowieso nicht behandeln können. Und wenn es nicht besser wird, kommen sie wieder. So, und jetzt gehen wir hier drauf, klicken hier rauf. Und schnappen uns die hier. Und hoffen einfach, dass jetzt funktioniert. Okay, die geht erstmal in die Kantine. Das hat der andere ja auch gemacht. Ey, was ist verkehrt mit dem Büro? Jetzt mal ganz im Ernst, bin ich bescheuert? Ich sehe die Kuh vor lauter Kühe nicht, vor lauter Kuhstall nicht oder so, keine Ahnung. Bin langsam echt überfragt, warum dieses Arztzimmer einfach nicht arbeitet. Das Wartezimmer sitzt voll. Es will mir nicht in den Kopf. Ich verstehe es nicht. Pause. Hängt's mit der Flurmarkierung zusammen? Weil da draußen Wartezimmer ist anstatt Korridor. Oder ich verstehe es nicht. Ich versuche es verzweifelt zu verstehen,
was hier gerade das Problem ist. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich verstehe es nicht. Ich weiß nicht, warum. Warum arbeitet der nicht? Der Arzt, der hier drin arbeiten soll. Warum arbeitet der nicht? Wir haben zwei Arztzimmer, wir haben ein Wartezimmer, wir haben eine Toilette, wir haben Korridore, wir haben Empfang. Wir haben alles, bis aufs Labor. Aber das Labor brauchen wir nicht, dass ein Arzt arbeitet. Ich habe das Wartezimmer jetzt weggemacht, weil vielleicht irritiert das. Vielleicht ist das der Grund, warum hier nichts gearbeitet wird. Die hat sich tot geschafft, die andere hat nur Urlaub gemacht. Ja, Räume mit kritischer Auslastung. Einer, zwei Räume leer. So, wir spulen die Nacht vor zu Tag 3. Ich will das Labor nicht bauen, bevor dieser Arzt nicht arbeitet. Kann nicht wahr sein. Wieso arbeiten die nicht? Ich verstehe es nicht. Es kann sich nur um irgendeinen Bug handeln. Wirklich. Ich kann es mir anders nicht erklären. Ich hatte das noch nie. Konntest immer irgendwie dafür sorgen, dass die Ärzte arbeiten. Da ist auch kein Loch in der Wand. Die Fenster sind drin, die Tür ist drin. Die fängt schon wieder damit an, dass die Fernseh gucken geht. So, wenn jetzt Patienten kommen. Ah. Was hatten wir denn der verschrieben? Dann probieren wir es hiermit. Wenn das auch nichts wird und dann keine Ahnung. Also ich meine, wir hatten ja auch schon hängende Patienten, die aufgrund von Wegen nicht hinkamen, wo sie hin wollten. Das hatten wir ja auch schon im Let's Play, aber... Guck mal, da wird gearbeitet. Auf einmal wird da gearbeitet. Ich bin fasziniert. So, keine eindeutige Diagnose ist immer das, was wir behandeln können, erstmal. Das ist, ich verstehe aber auch nicht, warum es jetzt funktioniert, warum die jetzt arbeitet. Hat ein bisschen gedauert. Jetzt läuft's. Gut, dann können wir uns langsam aber sicher an die zweite Aufgabe wenden und können anfangen, ein Labor zu bauen. Es hat nur 18 Minuten in diesem Video gedauert, daran zu verzweifeln, dass mein Arzt nicht arbeitet. Es ist einfach faszinierend. Dieses Spiel ist immer wieder faszinierend. Ja, und wie gesagt, also im Forum ist geschrieben, sie planen ein ganz großes Update. Boah, Leute, ey. Und das ist im November angekündigt und bis heute gab es das nicht, dieses Update, soweit ich das mitbekommen habe. Also es wäre mir neu, dass das hier schon drin sein sollte. Und von daher bin ich ein bisschen überrascht und denke mir so, ich hoffe, das wird noch was. Ja, es wäre traurig, wenn nicht. So, wir brauchen hier drin erstmal einen Mülleimer. Machen wir mal ein Labor auf. Ja, ich meine, wir müssen die Leute ja mal untersuchen. Ich suche hier gerade einen Schreibtisch. Mein früher hätte es hier Schreibtische gegeben. So, den stellen wir mal hier ins Eck. Oder stellen wir ihn hier nebendran? Wir stellen den hier nebendran.
So, dann können wir hier drauf nämlich unseren PC packen, den der Laborant braucht. Dann kriegt er noch so einen tollen Rollhocker. Dann kriegt er einen Drucker für die Befunde. Und alles, was jetzt kommt, sind Untersuchungsgeschichten, die auf Tische müssen. Und ich glaube, einen Labortisch brauchen wir gar nicht. Der scheint nicht verlangt zu sein, wenn ich das richtig sehe. Ich verstehe nicht, warum wir hier kein Rot haben. Mein So, machen wir da erstmal vier und da würde ich sagen, stellen wir da mal so diese Gerätschaften drauf. Je größer, je besser. Mikroskop mal hier vorne hin. Das hier können wir hier nebendran platzieren. Aber das ist eh alles optional. Was ich brauche, ist das hier oben. Also das hier unten, das brauche ich gar nicht. Das erweitert einfach nur die Grundausstattung. Und wir können, glaube ich, mehr erforschen, aber ich weiß gar nicht, ob er das auch tut. Das ist immer das kleine Rätsel geblieben. So, gucken wir mal, was wir noch hier Schönes haben. Das Ding und das Ding. Und dann braucht er Glasfläschchen. Und dafür eigentlich noch ein Regal und eine Zentrifuge und dafür haben wir einen Tisch zu viel. Den wollen wir wieder weggeben. So, und dann bauen wir hier nebendran, bauen wir diesen großen Apparat. Und dann machen wir hier drüben noch ein Waschbecken hin, wo wir das alles spülen können. Und dann so ein Laborregal noch nebendran. Ich bin noch am Überlegen, das Laborregal hier hinstellen soll. Oder sogar hier neben die Tür. Neben die Tür wäre vielleicht gar nicht verkehrt. Und dann können wir nämlich diesen Kühlschrank oder was das ist für die Laborergebnisse hier neben den Schreibtisch stellen. Genau. So, und dann haben wir alles, was wir brauchen für ein Labor. Das ist das Pflichtprogramm. Und eigentlich würde ich ja ganz gern mehr machen wie das Pflichtprogramm, aber ich bin ganz ehrlich, ich überlege noch, wie wir das alles hinkriegen, was ich hinkriegen will. Was ist das hier? Der zeigt mir eine Fliese an. So, keine eindeutige Diagnose. Das muss eine Fußprellung sein. Im Zweifel immer das, was wir behandeln können. Das bringt Geld und sorgt dafür, dass die Leute ja zumindest mal eine Behandlung haben. So, und dann würde ich sagen, stellen wir einen Laboranten ein. Und das muss einfach nur ein Biochemiker sein, normalerweise. Muss nichts Besonderes sein. So, fleißiger Mitarbeiter, Biochemiker, der passt, oder? Muss da noch was sein? Ne, der muss nur Biochemiker sein, ne, für die Notaufnahme. Benötigt Biochemie, das war's. Yay, 20.000, weil wir ein Labor eingerichtet haben. Auftrag abgeschlossen, wir haben 10 Leute behandelt. 20.000. Damit haben wir 48.000. Und weiter geht der Spaß, aber der setzt sich auch erstmal dahin. Vielleicht hätte ich den Raum nicht einführen dürfen. Vielleicht kommen da manche erstmal so ihrem Ding nach. Oder so. Keine Ahnung, ich weiß ja auch nicht. So, wir fangen an mit einer Prellung. Wenn das nicht funktioniert, machen wir mit was anderem weiter. Ja, wir können uns auch mal die Uniformen angucken, die wir hier unserem Personal aufhalsen. Ich bin nämlich am Überlegen, ob die wirklich weiß tragen sollten, unsere Ärzte. Ich sag mal, der normale Mediziner trägt weiß. Bereitschaftsarzt in der Notaufnahme, den würde ich eher rot tragen lassen. Den OP-Kittel würde ich lieber lila machen. Die Pfleger könnten ein dunkles Grün tragen, die technischen Assistenten ein helles Grün oder umgekehrt.
Und der Hausmeister Orange passt. So. Haben wir den Color Code auch mal geändert. Dann behandeln wir mal fleißig weiter. Vielleicht schaffen wir ja heute noch 20. Wenn die beide Gas geben. Mal gucken, was wir schaffen. Also auf jeden Fall, das zweite Arztzimmer arbeitet und das ist schon mal wichtig. So, keine eindeutige Diagnose wird mal wieder von uns verlangt. Was hat er denn? Das können wir nicht, das können wir, das ist es. Und wenn es das nicht ist, dann kommen sie wieder. So, Krankenhaus schließt mit 15 Leuten, 16 Leuten, 17 Leuten, die wir behandelt haben. Knapp vorbei an den 20, ist auch vorbei an den 20. Tja. So, dann machen die mal alle wieder so ihre typische Arbeit, die sie abends machen. Und dann bin ich echt am Überlegen, ob ich das hierher verschieben soll. Ich kämpfe mit mir. Raumstatistik. Leere Räume 1. Räume mit kritischer Auslastung 2. Ja, das Problem ist, wie gesagt, also dass die halt immer hier entlang laufen müssen. Das heißt, an der Kundschaft vorbei. Das ist irgendwie doof, das macht keiner gern. Also ein Aufenthaltsraum von Ärzten ist meistens da, wo die Ärzte arbeiten, in der Nähe. Und nicht durch den Raum durch, wo die ganzen Patienten sitzen, weil die würden dann sagen, geht er schon wieder in Pause? Versteht ihr? Also deshalb macht man das nicht, damit die das nicht sehen, wenn du in Pause gehst. So, wir spulen die Nacht wieder vor. Die müssen wir uns ja nicht live angucken. Dann sind wir schon in Tag 4. Echt abenteuerlich, wie schnell das Ganze geht. Und jetzt sollen wir einen Röntgenraum bauen und 20 Patienten behandeln. So ein Röntgenraum wäre nicht verkehrt, bei so viel Verstauchungen und Prellungen, die wir haben, könnten wir dann wenigstens mal nachgucken, ob das auch wirklich das ist, was wir denken. Das ist immer so die Geschichte. Ein Röntgenraum würde ich sogar potenziell sehen, wenn das hier die Notaufnahme gibt, so in dem Bereich hier. Weil, also dass wir hier so eine Diagnoseabteilung aufbauen in dem Bereich. Aufgrund der Tatsache, weil die hier brauchen Diagnose, die brauchen Diagnosen und das sind Notfälle. Das heißt, da muss es meistens schnell gehen. Wobei auch... also die Intensivstation, die muss halt auch hier irgendwo hier unten hin. Also wir brauchen hier unten schon noch einiges an Platz. Und ich bin halt echt am Überlegen... bauen wir hier weiter in so einer U-Form irgendwie oder hier hinten raus, wo wir dann auch später Betten und so weiter für die höheren Stationen unterbringen? Oder wie machen wir es genau? Also ich habe noch keine Form für das Krankenhaus so wirklich im Kopf. So, keine eindeutige Diagnose und dann haben wir schon wieder so eine Prellung oder Bruch oder was auch immer. Ja. Wir gehen halt immer von Prellung aus, weil wir alles andere ja sowieso nicht diagnostizieren können. Also wo würde es Sinn machen, eine Radiologie zu bauen? Das ist eine gute Frage. Wir bauen mal ein Fundament. Muss ich nur gerade gucken, wo wir zu Hause sind. Wir bauen mal ein Fundament. Hier rüber. Thank you.
Das ist gerade schwierig. Also für mich, ich kann mir das gerade nicht vorstellen. Das ist mein Hauptproblem. Also ich tue mir ein bisschen schwer vorzustellen, wie das Ganze mal fertig aussehen soll. Und das ist meistens ein schlechtes Zeichen. Ja. Also ich habe das festgestellt, wie gesagt, ich arbeite ja dran, dass ich bessere Designs hinbekomme, dass das alles ein bisschen schöner wird in Zukunft. Und ich habe mir da schon viele Gedanken drum gemacht und ich habe festgestellt, dass es meistens so ist, dass du einen zentralen Punkt hast, an dem du dein ganzes Layout auslegst. Ja. Und ich habe hier überhaupt keinen festen Punkt. Das ist mein Problem. Also ich habe keine Gebäudeform im Kopf. Ich habe keinen Stil im Kopf. Also ich weiß weder, ob das hier ein amerikanisches oder ein europäisches Krankenhaus sein soll, ein modernes. Und ich habe deshalb alles so ein bisschen. Also ihr versteht, ich baue drauf los, um Missionen zu erfüllen. Und das ist, wenn du designen willst, der schlechteste Einstieg. Und trotzdem bin ich ihn hier gegangen. Und ich überlege die ganze Zeit, wie ich das ändern kann, wie ich wieder auf einen Weg, auf eine Linie zurückkomme, wo ich sage, jawohl, ja, jetzt haben wir einen, keine Ahnung, europäischen oder amerikanischen Stil. Und hier ist der Zentralpunkt unseres Krankenhauses. Diese Form soll das Krankenhaus am Schluss haben und da müssen wir jetzt alles irgendwie einpassen, dass es passt. Und das ist was, das geht mir gerade ab. Also das habe ich gerade nicht. Und das stellt mich vor ein kleines Problem, sage ich ganz ehrlich. Also weil. Also eigentlich ist das die Grundform? Ist das mein wunderschönes Krankenhaus, was ich bauen will? Versteht ihr, was ich meine? Also, es lässt eine Frage in meinem Kopf offen, weil diese Grundform mir eigentlich nicht zusagt. Ich sage, das ist ein Klotz. Das ist einfach ein Zickzack-Klotz. Mehr ist es nicht. Und es fehlt was, was diesem Krankenhaus die besondere Würze gibt. Ich meine, das hier vorne ist nicht verkehrt. Ja, und ich finde auch, es sieht gar nicht so schlecht aus mit den Linien am Boden, in dem klassischen Design rot gehalten für die Notaufnahme, mit zwei Ärztezimmern, einem Labor, einer schönen Info, da auch ein bisschen Grünzeug, eine Uhr an der Wand, eine Pinnwand an der Wand. Also es hat so ein bisschen, es ist so ein bisschen, es hat schon so ein bisschen Style. Ein Krankenhaus muss eh steril aussehen. Ja, ein Krankenhaus, was vollgestopft ist mit allem möglichen Zeug, das total messy aussieht, das findet keiner gut. Krankenhäuser sind in der Regel aufgeräumt und clean. Also das passt eigentlich auch. Aber die Gebäudeform, die geht mir gerade nicht ab. Da ist irgendwie, ist da der Wurm drin. Da muss ich mir nochmal ein paar Gedanken machen. Wir sind jetzt eher am Ende dieser Folge, also wir haben nicht wirklich viel gemacht. Wir haben ein Labor eröffnet und wir haben den einen Arzt zum Arbeiten gebracht. Aber vielleicht sollte ich mir dann nochmal Gedanken machen. Ja, vielleicht soll ich mir bis zur nächsten Aufnahme dann nochmal Gedanken machen, welche Form ich diesem Krankenhaus geben will und in welchem Stil ich es aufbauen möchte. Weil, also, das habe ich mittlerweile halt in den letzten Tagen gelernt. Das ist ganz essentiell, auch in City Skylines oder so, ja. Also aufgefallen ist mir zum ersten Mal bei Anno, dass ich eine Straße gebaut habe und an das Ende der Straße einen Marktplatz. Man macht es umgekehrt. Man baut erst einen Marktplatz, wo man denkt, da soll das Stadtzentrum sein, und dann zieht man eine Straße zum Kontor. Das ist die umgekehrte Herangehensweise. Und in City Skylines habe ich dann zuerst mal so im europäischen Stil so eine Art zwei Marktplätze definiert, die mit einer Straße verbunden und dann das alles versucht, in so einem kleinen europäischen Innenstadt-Altstadt-Design zu verbinden und dann das als Stadt an die Autobahn anzuschließen. Also praktisch umgekehrt, nicht von der Autobahn kommend irgendwo eine Stadt aufbauen, sondern umgekehrt. Ja, und das gibt beeindruckend gute Designs, komischerweise. Und hier habe ich das noch nicht gewusst und habe andersrum angefangen.
Ich habe gesagt, wir machen hier einen Eingang hin und habe hier ein Quadrat aufgezogen und habe da alles reingequetscht, was ich irgendwie reinquetschen konnte. Toilette, Warteraum, ja, und so weiter. Und ich bin dann hingegangen und habe gesagt, okay, wir müssen hier rüber für die Notaufnahme. Das kann ja auch ein eigenes Gebäude sein. Wir hätten zum Beispiel auch einen Innenhof machen können. Also wir hätten hier so eine... Das wäre vielleicht sogar noch eine Idee. So könnte man es vielleicht sogar noch retten, wenn wir den Raum hier rüberholen und machen hier ein Quadrat und lassen bei dem Quadrat einen Innenhof entstehen, wo wir einen Garten reinmachen, wo sich Leute hinsetzen können und so weiter. Vielleicht sogar mit einem Durchgang. Das könnte vielleicht noch... Das könntest noch rausreißen. Also ich bin geneigt, das hier alles nochmal umzubauen. Ja, also nicht denken, das ist die finale Form. Mir gefällt das selbst nicht so ganz, wie wir hier gestartet haben, weil mir das Grundschema da noch nicht bewusst war. Und ich bin da echt noch am Überlegen. Also da wird sich auf jeden Fall noch, da wird sich auf jeden Fall noch was ändern. Müssen wir mal gucken, was. Gut, wie auch immer, ich bin hier raus. Ich sage danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch trotzdem ein bisschen Spaß gemacht, hier zuzugucken. Warum jetzt der Arzt da unten arbeitet, ich weiß es immer noch nicht. Das Einzige, was ich eigentlich geändert habe, was wirklich Einfluss haben könnte, ist dieses neue Definieren der Arztpraxis. Ja, oder eben das Umhängen von dem Sehtest. Das sind die einzigen beiden Dinge, wo ich sage, die könnten einen Einfluss gehabt haben, dass da jetzt gearbeitet wird. Aber so wirklich sicher bin ich mir da nicht. Naja, wie auch immer. Ich bin raus, ich sage danke fürs Zuschauen, wünsche euch noch viel Spaß auf YouTube, noch viel Spaß mit meinen anderen Videos. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Bye, bye.